Noch Mitte November waren die Salzlager mit 750 Tonnen randvoll, nun aber wurde in der vergangenen Woche vor drohender Knappheit gewarnt. Die ausgiebigen Schneefälle der letzten Wochen haben stark am Vorrat gezehrt, sodass es für die nächsten Monate eher schlecht aussieht. Trotz rechtzeitiger Bestellungen sind die Produktionsmengen bei den Lieferanten für Dezember bereits komplett ausverkauft. Ja, also wie man im Hintergrund sieht, die Halle ist fast leer. Die war bis oben randvoll gefüllt mit Salz. Der Winter hat extrem zugeschlagen. Am 30. November hatten wir den ersten Schnee. Am 30. November sind auch die ersten Bestellungen raus, schon an unseren Hauptlieferanten DSD. Der hat dann sporadisch geliefert, Salz also dann von Bernburg. Es wurden weitere Bestellungen getätigt. Die letzte am 10.12., die ist bis heute noch nicht bearbeitet. Die ist noch nicht mal ansatzweise irgendwie beim DSD behandelt. Und der DSD hat mitgeteilt auf seiner Internetseite, dass es eben durch den extremen Winter zu Lieferverzögerungen kommt. Und keiner kann sagen, wann überhaupt wo Salz aufgetaut wird. Da der Winter erst am Anfang steht, ist zu befürchten, dass sich diese extreme Situation noch verschärfen wird. Na, im Moment ist es so, dass ich jetzt noch 640 Tonnen an offenen Bestellungen habe, wo ich nicht weiß, wann die jemals eintreffen werden. Vielleicht erst im März, keine Ahnung. Und wir haben noch ein bisschen was am Lager, dass man ein Notprogramm fahren können, also für gefährliche Stellen, für Brückenrampen, für Kreuzungen. Aber flächendeckend können wir eben jetzt momentan nichts machen. Die Lieferschwierigkeiten sind allerdings nicht nur in Dessau-Roßlau ein Problem. In ganz Deutschland herrscht Salzknappheit. Trotzdem steht die Doppelstadt auf der Belieferungsliste eher auf den hinteren Plätzen. Wir hatten beispielsweise jetzt für den letzten Freitag eine Lieferung, sollte von Bernburg kommen, und die ist dann kurzfristig nach Leipzig umgeleitet worden. Ja, unser Verkehrsminister Dähre sagt, das ist alles in Ordnung. Klar, als erstes kommen die Autobahnmeister rein, dann kommt die Straßenmeister rein vom Bund, dann die vom Land, dann kommt die vom Kreis, dann kommen die ganz großen Städte und dann hängt man immer irgendwo hinten dran. Und wenn man dann doch Salz bekommt, wie gesagt, ich denke mal, auch unsere Landesregierung müsste da irgendwann mal einschreiten. Denn die Mitarbeiter des Dessau-Roßlauer Winterdienstes geben bereits ihr Bestes und kommen dabei an ihre Grenzen. Seit 30. November sind wir rund um die Uhr im Einsatz. Die Leute arbeiten bis an die Grenzen, also viel mehr ist nicht zu machen. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Der Winter beginnt ja morgen erst kalendarisch und wir haben ja noch 3 Monate vor uns. Und wenn es so wird wie im letzten Jahr, dann weiß ich es ganz einfach auch nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Winter in den kommenden Monaten mit starken Schnee- und Kälteüberraschungen zurückhält. Ansonsten muss sich Dessau-Roßlau in Zukunft wohl vorerst mit glatten Straßen abfinden.